Hohes Haus, werte Mitglieder der Bundesregierung. Ja, Herr Finanzminister, und das ist heute schon ganz oft auch bei meinen Vorrednern vorgekommen, es heißt immer, auf diesem Budget steht Zukunft drauf. Don't judge a book by its cover, heißt es immer, aber wir haben nachgeschaut, wir haben nachgerechnet, wir haben auch ganz genau geschaut, auf den Kollegen Haubner bezogen jetzt, es ist keine Zukunft drin in diesem Paket. Es ist wieder ein Budget, das auf Kosten der nächsten Generation lebt und es ist wieder ein Budget, das einfach uninspiriert und mutlos daherkommt. Und warum sage ich das? Weil es einfach drei wichtige Punkte gibt, die Sie von uns, NEOS, immer hören werden. Es fehlen die Strukturreformen, ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt. Es sind keine enthalten. Der Schuldenrucksack. Der Schuldenrucksack, der wächst einfach weiter und auch hier wird nichts getan. Und diese angeblich größte Steuerreform aller Zeiten, ja, die ist ein Schmäh. Die entlastet weder die Menschen, noch wird sie uns den Klimazielen näher bringen. Und statt eines Neustarts haben wir halt eine gewohnt uninspirierte Haushaltsplanung. Ich möchte aber auf die drei Punkte noch mal genauer eingehen. Ich fange mit dem Reformstau an. Und es sind die üblichen Reformen, die wir alle fordern und die die Experten auch immer alle fordern. Und ich starte wie immer mit der Pensionsreform. Ein Drittel des Bundeshaushalts sind an Zuschüsse zu den Pensionen gebunden. Und da muss endlich der Kopf aus dem Sand genommen werden, da muss einfach endlich etwas getan werden. Und es geht darum, dass das faktische Pensionsalter endlich angehoben wird. Föderalismusreform. Wir geben für die falschen Dinge viel zu viel Geld aus, weil sie es nicht schaffen, Aufgaben, Einnahmen und Ausgabenverantwortung auf Gemeinde-, Länder- und Bundesebene zu entflechten. Das kostet nicht nur wahnsinnig viel Geld, es ist ineffizient und man muss es sagen, in diesen Tagen, es gefährdet Leben. Und vielleicht die wichtigste Zukunftsreform, das ist die Bildung. Und weil ich gerade auch den Besuch aus der Schweiz hier sehe, in der Schweiz nimmt das Bildungsbudget 16,5% ein. In Österreich sind es weniger als 10%. Und es wird zwar immer wieder ein bisschen erhöht, aber auch da schaut offenbar keiner genau rein, weil was erhöht wird, das sind die Lehrergehälter. Das ist natürlich angemessen, aber damit ändert sich einfach nichts in einer Schulklasse. Und auch das gehört endlich geändert. Dann kommen wir zu meinem zweiten Punkt, das ist der Schuldenrucksack. Also diese Reformen, dieser Reformstau, der hier entstanden ist über die letzten Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, der blockiert einfach das Budget. Es wird hier sozusagen etwas festgezurrt, was vollkommen die Bewegungsfreiheit in der Zukunft einschränkt. Und das ist wirklich schlecht und das gehört angegangen. Und zusätzlich zu dieser Erstarrung des Budgets, das wir ja schon vorfinden, haben wir jetzt mal über 60 Milliarden Euro für die Krise ausgegeben. Über 60 Milliarden wurden bis jetzt bereits ausgegeben. Das wurde bei den Schulden einfach angehäuft. Und was jetzt dazu kommt, weil dieser Sommer wieder nicht genutzt wurde, weil die Menschen wieder nicht zum Impfen gebracht worden sind, jetzt haben wir die nächste vierte Welle. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir mit diesen 5 Milliarden, die im Budget drinnen sind, auskommen würden im nächsten Jahr. Aber ich bin da beim Kollegen Fuchs. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Also wer zahlt dieses vollkommene Verabsäumen der Bundesregierung? Der Steuerzahler. Weil der wartet es aus. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich würde Sie gern in den Privatkonkurs schicken. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, und das ist die ökologische Steuerreform. Und das haben wir auch schon mehrmals gesagt, die ist weder ökologisch, Kollege Schwarz, noch ist es eine wirkliche Steuerreform, weil die sollte ja die Menschen entlasten. Was es geworden ist, ist ein bisschen eine Tarifreform. Wir finden die Senkung der Tarife übrigens gut, Kollege Schwarz. Aber es ist vor allem ganz viel Subventionspopulismus da drinnen. Von diesen 18 Milliarden sind 10 Milliarden Subventionen, die hier über Klimaboni und Co. ausgegeben werden. Das hat nichts mit einer Entlastung der Menschen in diesem Land zu tun. Was wäre also zu tun? Den arbeitenden Menschen muss in Österreich einfach mehr Geld in der Tasche bleiben. Im EU-Vergleich, meine Damen und Herren, hören Sie sich das wirklich an, am drittwenigsten von Ihrem hart verdienten Bruttolohn, der netto dann im Geldbörserl bleibt, das Land, wo das stattfindet, das ist Österreich. Das ist unsere Heimat, das ist das, was Sie jedes Jahr und wir jedes Jahr zahlen. Und warum ist das so? Weil eine ganz, ganz zentrale Forderung, Herr Finanzminister, ich schaue Sie da jetzt auch wirklich an, ich schaue euch den Herrn, der Vizekanzler ist jetzt gerade nicht da, Kogler an, worum geht es? Es geht um die Abschaffung der kalten Progression. Wenn wir das endlich in den Griff bekommen würden, dann wäre schon viel geholfen.
Und weil es geheißen hat, wir finden die Reformen alle nicht gut, die für den Wirtschaftsstandort gemacht wurden. Wir finden die Köstsenkung gut. Wir finden es auch gut, dass es einen Gewinnfreibetrag gibt. Und auch der Investitionsfreibetrag ist absolut in Ordnung. Das unterstützen wir. Aber was es doch wirklich braucht, meine Damen und Herren, und das wissen Sie auch, die tagtäglich mit Unternehmerinnen und Unternehmern reden, ist eine Senkung der Lohnnebenkosten. Und die fehlt halt. Nur zum Vergleich. Nur zum Vergleich, in Deutschland zahlt man 7% weniger Lohnnebenkosten als in Österreich. Das ist Ihr konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort. Dass wir den Kapitalmarkt attraktivieren müssen, haben wir schon gehört, aber ich möchte auch noch einen letzten Satz zur CO2-Bepreisung sagen. Das ist nämlich wirklich Sand in die Augen der Menschen streuen, was hier passiert. Mit diesen Reformchen, mit diesen 30 Euro, die hier auf den Weg gebracht werden, werden wir den Klimapfad nie erreichen. Die Klimaziele werden nicht erreicht werden. Und ja, irgendwann werden dann die Milliardenstrafen drohen, 9 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist das, was auf der Liste steht. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder große Augen machen. Und wer wird es zahlen? Der Steuerzahler. Veneos, wir haben ein Konzept vorgelegt, wo wir das Wirrwarr an Energiesteuern einfach abschaffen würden und einen wirklich transparenten CO2-Preis nach vorne bringen würden. Das Ganze aufkommensneutral, möchte ich dazu sagen, durchgerechnet, indem man die Steuern, die Abgaben und die Nebenkosten auf Einkommen drastisch reduziert. Ein sehr, sehr guter Schritt und aus meiner Sicht immer noch das beste Konzept, das hier in Österreich jemals vorgelegt worden ist. Und vielleicht zum Abschluss, Herr Finanzminister, das ist jetzt Ihr drittes Budget. Im Mai 2020 durfte ich Ihnen einen Kübel überreichen, weil Sie haben selber gesagt, das Budget ist zum Wegwerfen. Im Herbst 2020, das war dann das 21er Budget, da haben Sie sich geweigert, das Papier anzupassen an die Zahlen, die damals von WIFO kommuniziert worden sind. Jetzt haben wir wieder ein Budget, das ziemlich sicher nicht halten wird, weil die Regierung die Bekämpfung der Pandemie im Sommer verschlafen hat. Es wird also wieder nicht halten. Und auch viel abschließend, und ich habe das schon öfter gesagt, diese Bundesregierung ist wirklich ein Weltmeister im Ankündigen, aber ein vollkommenes Armutsgirl im Umsetzen. Vielen Dank.